höre einen Enderman. Ich hasse Enderman. Vor allem, wenn man kein anständiges Schwert für sie hat. So, dafür haben wir jetzt Eisen. Und zwar eine angenehme Menge Eisen, würde ich mal sagen. Halt's Maul, Enderman, ich hasse dich. Warum habe ich keine Ahnung, wo du bist? Wahrscheinlich in so einer Art Nebenhöhle. Ja. Es war so klar. Gut, hier machen wir mal zu. Dann weiß ich, darum kümmere ich mich, sobald ich ein Schwert und eine Rüstung habe. Mit den 39 Eisen sollte ich mir eventuell eine Eisenrüstung kraften können. Kraften. Ich bin auch schlau. Genau. Da geht's auch noch weiter. Alter Schwede. Naja, ich suche dann mal den Ausgang. Ich habe so einen scheiß Orientierungssinn. Das ist Wahnsinn. Oh nein, bevor ich den Ausgang suche, nehme ich noch hier das Eisen mit. Geh mal sowieso hier oben gucken. Ah, da ist also der Enderman. Alles klar. Da gehe ich jetzt aber, wie gesagt, nicht rein. So. Jetzt wäre so ein Slash-Home-Command doch was Feines, ne? Gott, das sind alle Fackeln, die ich noch hab. Ach du Kacke. Gut. Eieiei, wie viel Eisen ist denn hier noch? Hier bitte. Ach so, das war das Wasser. Richtig, richtig. Ich glaube, ich kann aus der Richtung. Oh, Eisen. So. Hilfe, ich finde den Ausgang nicht mehr. Gefunden. Dann rasen wir wie der Wind. Oder auch nicht, aber wir rasen auf jeden Fall mal nach Hause. Mit einem Diamanten und ganz viel Redstone. Verbuggtes Sprinten. Ich werde die Strip Mine nie finden. Warum finde ich den Ausgang nicht mehr? Ach verdammt. Der musste doch auch irgendwo in der Strip Mine enden. Hier war er jedenfalls nicht. Da war er. Schon eher aus wie ein Dolch, ne? Naja. Wie auch immer.
Grüß dich. Nein, Skelett, du gehst mir nur auf die Säcke. Ja, fick dich. Oh, wow. Ich habe tatsächlich über 64. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt ganz simpel. No. Aber wie soll ich denn die Monster vertreiben ohne ein gescheites Schwert? Gib mir einfach mal das Eisen hier. Ich habe gerade das Grillengeräusch für Creeper gehalten. So, wir haben 61 Gravel. Ja, ich habe den Begriff von Gronkh geklaut und nein, es ist, und ja, es ist mir vollkommen egal. So, wir sehen, lass die Gold erzählen, so. So, 3, 4, 5, 6. Fail. 3, 4, 5, 6, 7. So, stattdessen gehe ich jetzt ein bisschen Dschungelholz farmen. Warum? Kein besonderer Grund. Einfach nur, weil es mit dem Timber-Mod so leicht und schnell geht. Weil wir hier einen Regenwald abzuholzen haben. Hehehe. Komm her, Baum. Habe ich schon erwähnt, dass ich den Timber-Mod für den Bucket-Server besser finde? Ich glaube schon. Das müsste letzte Folge irgendwann gewesen sein. Hallo Schweinchen. Ja, Truppenholz kriegt man ja schnell mehr als 64. In einem so ein Viererbaum. Kriegt man ja schon genug. Gut, das war aber auch schon alles, was ich an Tropenholz brauche. Du darfst leben. Du nicht. Euch mag ich. Tschüss. Dennoch kommst du hier in die Ecke. So, was brauchen wir denn noch? Ein Brustharnisch. Ein Helm. Das heißt, es fehlen nur noch Schuhe. Da brauchen wir noch zwei Eisen. Ein Eisen. Und das war's. Oh, das sieht cool aus in dem Pack. Muss ich neidlos anerkennen. Hat echt derbsten Style. So, was wollte ich denn jetzt genau? Ich wollte aus Kies hier einen Weg
zur Mine bauen. Einfach weil ich es kann und weil es eventuell cool aussieht. So. Hi, Schweinchen. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Muss man auch anerkennen. Ich würde mal sagen, ich baue noch eine Eisenspitzhacke als Ersatz. Noch ein Eisenschwert als Ersatz. Dann geht's ab zurück. Wir schauen mal, ob wir noch ein bisschen mehr Rohstoffe da in dieser Riesenhöhle mit dem Enderman finden. Huh. Ja, jetzt reicht's aber auch bald wieder mit dem Lied. Gut, dass er bald vorbei ist. Langsam geht dem ja auf die Ohren. Gibt's was auf die Ohren? Ich habe nur noch 4 Steaks. Oh. Tja. Ob das noch reicht? Bestimmt. Für meine Zwecke also auf jeden Fall. So, jetzt muss ich nur... Hier ging's hoch. Es war gerade ein kleiner Ruckler drin. Da unten ist ja schon mal Redstone. Ich baue mir mal hier so eine kleine Treppe nach unten. Und der Enderman ist weg. Oh, und ich habe vergessen, neue Fackeln zu craften. Naja. Habe ich denn Holz dabei? Nein, natürlich nicht. Ich bin so schlau. Das heißt, ich werde relativ schnell wieder hochgehen müssen. Sei denn, ich komme mit den 2 Fackeln noch lang genug aus. Ich sehe schon, hier muss einer hin. Kohle ist ja gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich das gesamte Holz oben gelassen habe. Leider auch nichts Vergleichbares dabei habe. Tja. Steinfackeln kann ich auch nicht craften. Wäre auch mal lustig. So, kleine Stone Bricks. Ja, ich sehe schon, das hier wird dann auf YouTube relativ dunkel werden. Entschuldigung hierfür nochmal, dass das hier so dunkel ist. Wow, wow, nein, 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 du treibst mich nicht in die Lava, du Kackwasser. Guck mal, ich nehme sogar die Fackel mit. Setz sie mal hier hin, dann seht ihr, wie ich hier schön noch das Eisen mitnehmen kann. Bau mal hier einen Weg in der Lava vorbei. Da will ich auch nicht gern reinfallen.
Hier ist wieder dunkel. Fackel, komm her, du bist eine nette Fackel. Vor allem bist du meine letzte Fackel. Da ist noch mehr Gold. Wofür ich das ganze Gold brauche, weiß ich zwar nicht. Da links scheint schon wieder eine Höhle zu sein. Langsam reicht's aber doch mit den Höhlen. Gut, da gehe ich jetzt aber nicht hoch. Nee, nach der Höhle gehe ich jetzt nicht suchen. Was ich stattdessen mal machen kann, ist mal schauen, ob unter diesem Obsidian noch mehr Lava ist, was ich zwar nicht vermute, aber wenn nein, dann kann ich das Obsidian hier noch mitnehmen. Ich habe mir überlegt, soll ich Moss Creatures and Food einbauen? Ich glaube, da gibt es Obsidian-Tools oder sowas. Naja, wäre jedenfalls eine Überlegung wert. Was habe ich denn jetzt eigentlich nochmal alles noch dabei? 5 Gold, 7 Eisen, 29 Kohle, 33 Redstone. Ja, ich meine nicht, dass es sich nicht gelohnt hätte, aber... Kleinen Moment. Hehe. Das wird gemutet. So. Darf ich mich hier durch die Dunkelheit quälen und wieder zurückfinden? Habe ich mir extra die nette Treppe gebaut. Hab ich nicht vergessen, Eisen. Gut, das war eine Folge von Quentin ist so doof und vergisst Fackeln zu craften. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Quentin ist zu doof, Fackeln einzupacken. Wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich glaube, ich nenne die Folge im Titel tatsächlich so. Naja, warum eigentlich nicht? Boah, und halt nein. Soweit ich mich erinnere, war das doch irgendwie direkt drüber oder so. Ja. Und auf geht's nach oben. Sieht man eigentlich auf der Map? Ja, da sieht man sogar den Weg. Ist das nicht schön? Gut, damit noch ein Battle gegen diese hässliche Spinne, das ich knapp gewonnen habe. Loote ich mal kurz hier das Kackdingens, so noch schnell hier das Golderz aus dem Packs drauf. Wir craften mal ein paar mehr Kisten.
So, so. Da kommt der ganze Loot rein. Auch die Kohle. Und bevor ich es vergesse, stelle ich lieber gleich die Fackeln her. Hat auch das Obsidian rein und das Lapislazu. Die andere Kiste ist für das ganze Bauzeug. Also Stein, Ziegelstein, Holz, Kies, keine Erze. So. Dann schlafen wir und ich bedanke mich nun tatsächlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik aus. Tschüss.